Der Rechtstipp wird Ihnen präsentiert von Kaspers Mockanwälte. Mein Name ist Alexander Roger Börner und ich bin Fachanwalt für Familienrecht bei der Kanzlei Kaspers und Mock in Koblenz. Was passiert mit meinem geleasten PKW nach der Trennung? Kommt es zu einer Trennung zwischen Eheleuten, treten nicht nur Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Auseinandersetzung des laufenden Einkommens und etwa über Unterhaltszahlungen auf, sondern auch über die Aufteilung von Vermögensgegenständen. Dabei kann es rechtlich durchaus schwierig sein, zuzuordnen, wem welcher Vermögensgegenstand gehört und wer den Vermögensgegenstand weiterhin nutzen darf. Auch ein PKW ist ein solcher Vermögensgegenstand, über den regelmäßig Streit im Trennungsfall auftritt. Und hierzu hat es in jüngster Vergangenheit eine interessante Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg gegeben, in der das Gericht entschieden hat, dass sogar ein Ehegatte rechtlich verpflichtet sein kann, einen über seinen Arbeitgeber geleasten Firmen-PKW dem anderen Ehegatten im Trennungsfall zur Nutzung zu überlassen. Gehört ein gemietetes oder geleastes Fahrzeug zum Hausrat der Eheleute? Auch ein geleaster PKW ist als Hausratsgegenstand zu qualifizieren. Er steht nicht im Eigentum eines Ehepartners, sondern wird diesem lediglich zur Nutzung zur Verfügung gestellt, gegen Zahlung einer monatlichen Rate, der Leasingrate. Das ist vergleichbar mit einem vermieteten Gegenstand, zum Beispiel die Mietwohnung, die genutzt werden kann gegen Zahlung einer monatlichen Miete. Wie wird der gemietete oder geleaste PKW im Fall der Trennung aufgeteilt? Wenn nun zwei Eheleute nur einen PKW als Familienwagen zur Verfügung haben und dieser PKW von einem Ehepartner aber nur geleast ist, kann dies allerdings zu unfairen Ergebnissen führen, weil eventuell der wirtschaftlich Stärkere den PKW herausverlangen kann, während der wirtschaftlich Schwächere sich nun in der Situation sieht, in der er keinen PKW mehr hat und sich einen neuen PKW anschaffen muss. Für die Aufteilung unter getrennt Lebenden sieht das Gesetz daher vor, dass es nicht allein auf die Eigentumsverhältnisse ankommt oder auf die formale Position als Leasingnehmer, sondern im Wesentlichen darauf, wer den PKW dringender zur Führung eines eigenen Haushalts benötigt. Und das ist im Regelfall derjenige Ehegatte, der etwa die Kinder bei sich wohnen hat, für die er Besorgungen tätigen muss oder die er zur Schule oder zum Arzt oder zu Freizeitaktivitäten fahren muss. Kann auch ein Firmen-PKW dem anderen Ehegatten zugeordnet werden? Ja, das ist nach der neuesten Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Hamburg der Fall. Das Oberlandesgericht Hamburg hat die Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Stuttgart nun mit seiner Entscheidung ausgeweitet. Demnach ist auch ein über den Arbeitgeber geleaster PKW ein Haushaltsgegenstand und als solcher demjenigen Ehegatten zu überlassen, der ihn für die Führung eines eigenen Haushaltes dringender benötigt. Das heißt, der Firmen-PKW wäre an den anderen Ehepartner herauszugeben, der gar nicht Leasingnehmer, nicht einmal Arbeitnehmer ist. Neu hieran ist, dass demjenigen, der den PKW über seinen Arbeitgeber vereinfacht gesprochen erhalten hat, dieser durch seinen Ehepartner theoretisch für die Dauer der Trennung entzogen werden kann. Ob dies dann ein rechtlich angemessenes Ergebnis ist, ist allerdings fraglich. Der Ehegatte, der den PKW über seine Firma geleast hat, sieht sich nun in einer Situation, in der er den PKW in der Trennungszeit zwar selbst nicht mehr nutzen kann, er selbst aber die Leasingraten weiterzahlen muss und diese im Zweifel bei der Ermittlung seines Einkommens seitens seines Arbeitgebers wieder abgezogen bekommt. Das würde jedenfalls unterhaltsrechtliche Folgefragen mit sich bringen. Er ist außerdem verpflichtet, den Firmen-PKW nach Ablauf der Leasingvereinbarung an seinen Arbeitgeber zurückzugeben. Dafür kann er zwar den Firmen-PKW von dem nutzenden Ehegatten herausverlangen, dies notfalls gerichtlich. Das kann aber durchaus schwierig werden, wenn der PKW zwischenzeitlich durch den anderen Ehegatten verschuldet kaputt gegangen ist. Handelt es sich um einen PKW, den der Ehegatte speziell für die Erledigung von Dienstfahrten erhalten hat, wären ihm diese auch nicht mehr möglich, da der PKW ja nun vom anderen Ehegatten genutzt wird. Schließlich könnte der Ehegatte, der den PKW über seine Firma geleast hat, die Leasingvereinbarung im Einvernehmen mit seinem Arbeitgeber aufkündigen, sodass er den PKW wieder herausverlangen kann. Für den nutzenden Ehegatten würde dann aber selbst unter der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts kein rechtssicheres Ergebnis erzielt werden. Er würde in einem eventuell langen Verfahren die Nutzungsmöglichkeit für einen PKW erstreiten, den er dann sofort wieder zurückgeben müsste, weil er die Leasingvereinbarung mit dem Arbeitgeber aufgekündigt wurde. Welche Empfehlung lässt sich für Betroffene in dieser Situation geben? Der Bundesgerichtshof hat noch nicht über die Frage entschieden. Eine Entscheidung ist bisher allerdings auch noch nicht vorgesehen, sodass die Entscheidung des Oberlandesgerichts erst einmal ihre Gültigkeit hat. Dabei ist die Entscheidung durchaus fraglich. Meine Empfehlung wäre daher,
Sollten Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden, dann konsultieren Sie doch bitte einen Anwalt. Entscheidend sind nämlich weiterhin die Umstände im Einzelfall, etwa wofür der PKW zur Verfügung gestanden hat und ob es sich überhaupt um den einzigen PKW der Eheleute handelt. Diese Umstände müssten erst geklärt werden, bevor Sie über die Verwendung des PKWs dann für sich entscheiden. Der Rechtstipp wurde Ihnen präsentiert von Kaspers Mock Anwälte.